Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Last of Us 2 und Tim Beagle. Wir sind in einem Flashback und haben mit Joel unterwegs. Ich muss gerade einen Ticken warten, mein Gaming. Ich musste den Gaming-Mode an meinem Headset anmachen. Mir ist nämlich erst beim Draufdrücken auf die Aufnahme aufgefallen. Wait, da fehlt doch was. Ich gebe zu, dass ich im Moment die Melodie von Joels Lied im Kopf habe. Mit If I have to lose you. Da haben sie sich doch ordentlich was einfallen lassen. Nein, ist das cool. So wirkt's ehrlich gesagt sogar noch cooler. Wow, das Hirn von dem hier war so groß wie eine Walnuss. Hm. Das gibt's ja nicht. Da habt ihr beide ja etwas gemeinsam. Dis. Nicht schlecht. Der Dis. Na, ich will sie alle angucken. Triceratops heißt Dreihorngesicht. Mit dem Horn solltest du dich lieber nicht anlegen. Nee. Ich hab vergessen. Triceratops. Wenigstens eine. Auch aus diesem Film mit der fehlenden Ziege, die auf einmal verschwunden war. Ich gebe zu, ich habe vergessen, dass Dimetrodon war ein Spitzenpredator. Was ist ein Spitzenpredator? Der allerkrasseste Predator. Dafür ist er aber klein. Warte, meinst du etwa mich? Joe, guck. Das ist ein Hut auf einem Saurier. Das ist ein Hutosaurier. Gib mir den Hut wieder. Ja, meine Allergietablette zu nehmen. Irgendwelche unbekannten Viecher, die keine Mücken sind, haben mich gestochen, weil Mückenstiche, auf die reagiere ich nicht so. Und wenn ich nicht die Allergietablette für den Juckreiz nehme, weil was anderes hilft nicht, kratze ich mich sowas von blutig. Ich habe mich heute Nacht blutig gekratzt, ohne es zu merken. Das ist unheimlich. Sie spielen damit, dass, glaube ich, im ersten Teil es noch nicht möglich war, einen Spiegel zu gucken. Wie Joel gemütlich daneben steht und sich denkt, die Kleine macht schon alles gut. Ich wüsste übrigens immer noch gerne, was mich da eigentlich gestochen hat. Weil im ersten Schritt dachte ich echt, das sind Mückenstiche, aber auf Mückenstiche reagiere ich in der Tat nicht so. Das wäre mir neu. Und ich habe zwei davon, beide blutig gekratzt in der Nacht. Tja, da bist du einmal draußen, weil du musstest. Also länger draußen sitzen im Sinne von mit Getränken und so. Guck mal, wie dick sein Schädel ist. Sieht irgendwie aus wie Tommy. Das werde ich ihm erzählen. Bitte nicht. Im richtigen Licht betrachtet, Peng, Tommy. Kriege ich noch mehr? Ja. Velociraptor. Joel, das ist der, von dem du erzählt hast. Der Velociraptor. Ist der klein? Filmen kann man wohl auch nicht alles glauben. Es stimmt, Velociraptoren sind wirklich viel, viel kleiner. Dank Jurassic Park glaubt nur einfach jeder, dass es voll die heftig schlimmen Raubtiere waren. In der Tat glaubten Paläontologen, dass Vögel von den Dinosauriern abstammten. Tja, Verzeihung, Herr Professor. Ich weiß auch das eine oder andere. Aus Filmen. Geh weiter. Der Dis war real. Warst du oft im Museum? Warte mal, das ist ein Hut. Ja,
Sarah liebt die Museen. Das Mädchen hat mich in jedes verdammte Museum gebracht. So gehört sich das. Da ist ein Hut. Den darf ich bestimmt nehmen, wenn ich meinen nicht aufbehalten hätte. Joel, was hast du gemacht? Achso, du bist die Treppe runtergekommen. Aber ja, Velociraptoren sehen eigentlich völlig anders aus und sind viel kleiner. Sie sind ein bisschen... Ich weiß nicht, ob sie es in Jurassic World jetzt geändert haben, muss ich gestehen. Sieht aus wie eine Giraffe. Ja, da hast du recht. Hey! Wirklich reizend. Sag ich doch. Die beiden sind süß. Eine Mond. Ebene. Boom. Hast du das etwa gewusst? Es gefällt dir nicht. Wir können auch wieder gehen. Oh, sei bloß still. Hey, Joel, kannst du alle Planeten aufzählen? Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unsere neuen Planeten. Hallo? Alles klar bei dir? Nein, Merkur, Vater, Venus, erklärt, Erde. Oh, okay, verstehe. Das ist echt cool. Ich hab da irgendwie Spaß dran. Auch wenn ich eigentlich ja nichts mache. Und kriege ich irgendwann so eine Gerade hin? Nein, okay. Hey Joe, rate mal, welches dir als erstes im Weltraum war. Ich brauche nicht zu raten. Es war ein Affe. Nein, Fruchtfliegen. Ja, 1947. Um die Strahleneinwirkung in großer Höhe zu testen. Sie haben's überlebt. Alle Achtung, du bist echt schlau. Danke. Sind sie zu Superfliegen mutiert? Was? Nein. Fruchtfliegen, ja. Und man hat gedacht, dass man daran irgendwas erkennen kann. Okay. Wow. Erzähl noch was Interessantes. Astronauten sagen, der Mond riecht wie Schießpulver. Das ist interessant. Aber warte, wie haben Sie... Oh, Sie haben die Mondproben natürlich reingeholt. Und ich schätze später dran gerochen. Okay, was jetzt? Sag du es mir. Frag mich. Ich weiß nicht. Wer war der erste Mensch im Weltraum? Ah, leicht. Juri Gagarin. Gagarin? Ist das... Ein Russe. Gagarin, oder? Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Hab's nur gelesen. Jedenfalls flog er am 12. April 1961 ins Weltall. Ich bin beeindruckt. Ach, wenn die Amis... Wie viele Bücher hast du darüber gelesen? Oh, warte. Erst einmal hier die Notiz und dann du. Warte, Joel. Komm schon, Joel. Ist das nicht unfassbar? Erklär mir, was dir daran so gefällt. Weiß nicht. Die Leute deiner Zeit, sie hatten es leicht. Relativ betrachtet schon. Ich meine, sie mussten nicht in den Weltraum, flogen aber trotzdem. Das ist tollkühn. Tollkühn. So kann man es natürlich auch nennen. Hab's kapiert. Naja. Weißt du, wie oft wir auf dem Mond waren? Zweimal. Sechsmal. Bist du sicher? Ja, ganz sicher. Mit mir wären es sieben. Ah, nix mehr. Schade. Auch nichts zu dem großen Teil. Doch auf der anderen Seite. Gut. Wir gucken auch gleich, was sie ins Tagebuch geschrieben hat. Wow. Hammer. Wo ist das Lenkrad? Mondfahrzeuge haben keins. Sie haben Joysticks. Ha.
Moment. Ist das der echte? Da die Echten auf dem Mond geblieben sind, eher nicht. Was eine Idylle. So cool. Wie riecht's da drin? Nach Weltall. Und Staub. Und Muffel. Zeig dich mal, Ellie. Ja, der ist okay. Wenn Ellie es sich wünscht. Kann ich da rein? Wow. Nach dir. Nach mir. Vorsicht. Wow. Was zum Teufel? Oh. Okay. Wow. Das sind eine Menge Knöpfe. Echt abgefahren. Mann. Kannst du dir das vorstellen? Happy Birthday, Kleine. Was ist das? Das ist etwas, das richtig schwer zu finden war. Hier. Die Augen. Du wirst es mögen. Okay. Willst du mich verarschen? Gern geschehen. Na, was meinst du? Sehen wir uns noch ein bisschen um? Ja, okay. Ja.
Sehr cool. Er hat sich wirklich Mühe gegeben. One day. Eines Tages. Wie, ich kann ihr Material finden? Das verwirrt mich mehr als es sollte. Okay, Joel. Was ist dein Plan? Hast du eine Idee? Ja, er hat eine Idee. Ja. Dankeschön. Da vorne ist noch mehr Museumszeug. In dem Gebäude war ich noch nie. Dann los. Ja! Ellie? Warum musst du immer auf mir rumhacken? Komm hier runter! Nein! Hey, wer hat heute Geburtstag? Hör endlich auf damit! Na, dann spring doch mal rein! Wir müssen noch mehr erkunden! Geronimo! Toll. Hey, schreit Geronimo dabei. Geil. Ich finde es schön, dass sie einfach nochmal Seiten von Joel gezeigt haben. Wie es sich ausgewirkt hat, dass er in Jackson in Frieden halt leben kann, ne? Hey, heb mich da rein. Also, ich weiß nicht. Ich mach die Tür für dich auf. Komm, sei kein Spielverderber. Weil der Kontrast zu Teil 1 und 2 am Anfang war halt sehr extrem. Joel erschien mir auch ein bisschen gutgläubig. Also ja, Menschen retten, ja. Aber alles andere danach wirkte schon sehr gutgläubig. Und okay, schlechte Neuigkeiten. Irgendein Mist blockiert die Tür. Dann sieh mal nach, ob ich anderswo rein kann. Ja. Okay, sei vorsichtig. Und du auch. Hier gibt's Dinosaurier. Hoffentlich keine Infizierten. Oh, alles Gute, Kumpel. Ganz schön viele Wölfe, ne? Ich glaube, der lebt nicht mehr lange. I killed for them. Er brauchte eine Umarmung. Okay, Ellie. So kann man es auch sagen. Da kann ich durch. Und schon wirkt es auf einmal wieder so bedrohlich. Nee, da bin ich durchgekommen. Oh, was? Eine von diesen doofen Karten. Aha. Irgendwo hier muss es doch. Hier? Oh, cool. Es ist dunkel hier. Hügels. Die vier Soldaten am Tor. Der letzte hat geweint. Okay. Die Frau, die wir gefoltert haben, sie ist am eigenen Blut erstickt. Was denn? Ich brauche aber eine Taschenlampe. Wie kann das immer noch ein Problem sein? Die Versprengten, die sich ins Lager geschlichen haben, sie wollten nur etwas zu essen. Puh. Das Kind, das in der Explosion gerannt ist, ich konnte es nicht aufhalten. Was ist hier passiert? Die Tür geht nicht. Die Leute im Van, wir haben sie eingeschlossen und mit Benzin übergossen. Ach Gottchen.
Das ist nicht gut. Sorry, ich muss einmal gucken, ob hier Ressourcen liegen. There is no light. Da ist kein Licht. Wir wollten das Leid beenden. Wir wollten die Menschheit retten. Jedes Mal, wenn wir einen Teil von uns geopfert haben, sagt unser Anführer, das ist es wert. Jetzt haben wir uns aufgelöst. Nichts kann unsere Sünden mehr entschuldigen. Ich dachte, hierher zu kommen, würde wieder irgendwas in mir entfachen. Ein Sinn. Meine Eltern sind so gern mit mir hier gewesen. Es ist eine meiner frühesten Erinnerungen von vor dem Ausbruch. Vor der ganzen Grausamkeit und Brutalität. Diese Erinnerung habe ich nur noch wütender gemacht. Ich will in dieser Welt nicht mehr leben. Ich kann die Person nicht mehr ertragen, zu der ich geworden bin. Das passiert. Nö. Aber eine Waffe habe ich bekommen. Mehr Patronen habe ich bekommen. Wölfis, hi. Dämliche Fake-Viecher. Na. Ein Wildschwein. Oh, shit. Lügner. Ich bin hier. Was war das denn? Nur irgendein Tier. Gut, wir sollten weiter. Ich will ein Feuer machen, bevor es zu dunkel wird. Na komm. Du willst mir erzählen, sie hat das Funkrauschen bis hier unten gehört? Hm. Okay, ihr Lieben, jetzt mache ich den Cut rein. War ein schöner Rückblick mit Joel und Ellie. Auch wenn das Ende natürlich traurig war. Es lag über ihn. Da kann man so wenig machen wie, naja, es lag halt über ihn. Ob sie es wollten oder nicht. Okay, also ihr Lieben, hinterlasst mir gerne ein Kommi. Wir werden mal gucken, was Dina da eigentlich macht. Und ich muss meine Kamera mal wieder einschalten. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Und dann geht's weiter hier in Seattle. Habt einen wunderschönen guten Tag und haut rein.